Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Witcher 2. Beim letzten Mal haben wir uns ein bisschen im Lager der Temeria umgesehen, denn wir wollten ja herausfinden, wer hinter dem Anschlag auf den Konvoi von Anaïs und Bussy steckt, wer Bussy töten und Anaïs entführen ließ. Und wir haben uns zunächst mit dem guten Baron Kimbold unterhalten, denn wir hatten von Brigida ja einen Brief von Kimbold bekommen, auf dem dem Konvoiführer empfohlen wurde, eine andere Route zu nehmen, und kurz darauf ist der Konvoi ja eben von Banditen überfallen worden. Allerdings hat sich herausgestellt, dass der Brief gar nicht von Kimbold war, es war eine Fälschung, und Kimbold hat uns dann beauftragt, uns mal Maravels Boten genauer anzusehen, denn dieser war wohl häufig oft im Lager der Nilfgaarder unterwegs, und wir haben den Boten verfolgt. Er wollte uns töten, wir haben ihn getötet, und wir haben bei ihm einen Brief gefunden, der beweist, dass Maravel, zumindest scheinbar, könnte ja auch wieder eine Fälschung sein, zumindest scheinbar, hinter dem Angriff auf den Konvoi von Anaïs und Bussy steckt. Und er hat das Ganze wohl für Nilfgaard getan. Und ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt aber direkt mit diesem Brief zum guten Natalis gehen, werden wir uns erstmal noch ein bisschen mit dem guten Maravel unterhalten, denn wir haben ja auch, als wir den Beweis gegen Kimbold hatten, gesagt, wir unterhalten uns erstmal noch ein bisschen mit Kimbold, bevor wir ihn direkt bezichtigen. Und das Recht sollte zumindest auch Maravel haben, denke ich. Und außerdem wollte uns Maravel ja kurz bevor wir seinen Boten verfolgt haben sowieso nochmal sprechen. Gut, das konnte natürlich auch der Fall sein, weil er uns einfach von seinem Boten weglocken wollte, aber wie gesagt, vielleicht hat er ja noch was Interessanteres auf Lager. Gut, dann würde ich sagen, wo finden wir denn Maravel? Wahrscheinlich auch hier irgendwo hinten, aber wahrscheinlich nicht im gleichen Raum wie mit Kimbold. Die hassen sich ja gegenseitig. Also schauen wir mal, da oben scheint ja noch... Da oben scheint ja noch ein bisschen was zu sein. Und, stimmt, so einen Typen mit so einer Rüstung haben wir ja beim letzten Mal umgebracht. Das wird dann wahrscheinlich Maravels Leibgarde hier sein. Ja, sieht gut aus. Und da sind eine ganze Menge Katzen und... Ja, schaut mal, da steht er. Und er hat hier eine ganze Menge Essen, wenn ich das mal sagen darf. So, Alter, was der für ein Bett hat. So, Graf. Aha, 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 Geralt von Riva. Ich freue mich, dich unter den Lebenden zu sehen. Und den Freien. Ist das dein Ernst, Graf? So eine Ungerechtigkeit. Dich ohne jede Anhörung einzusperren. Und dann die Schläge, die Folter. Das ist barbarisch, sag ich. Und basiert auf Vorurteilen, auf reiner Unterstellung einer Schuld. Nun, wenn ich gesehen hätte, was Sie gesehen haben... Doch ach, so ist mein Heimatland. Voller Angst und daher rücksichtslos. Kalt wie Stein, finster und hart in Aura wie Geisteshaltung. Da ist was dran, nehme ich an. Eine so vorsichtige wie vernünftige Antwort. Bewundernswerte Qualitäten an sich und gewiss vonnöten in deiner Profession. Wenn du meinst... Gott, der versucht mir ja eine ganze Menge Honig ums Maul zu schmieren. Muss ich mal sagen. Okay, aber ich würde sagen, wir machen es wie bei Kimbold, bevor wir ihn direkt unsere Beweise unter die Nase halten. Schauen wir erstmal, machen wir erstmal ein bisschen Smalltalk mit ihm. Und zwar die gute Brigida Papebrock, stimmt. Und zwar, Brigida wurde ja von Leuten entführt, die eben ja verhindern wollten, dass sie das erzählt, was sie uns schließlich erzählt hat. Und wenn der hier wirklich hinter den Anschlägen steckt, also beziehungsweise wirklich hinter dem Anschlag auf den Konvoi steckt, dann steckt er auch hinter den Leuten, die Brigida umbringen wollten. Dann sollte er sie doch kennen, oder? Läutet beim Namen Brigida Papebrock eine Glocke? Glocken läuten, Pfeifen gellen. Nu, mir wird warm in den Lenden. Berühr meine Pflaumen, berühr meine Pflaumen. Wie bitte? Früchte, Hexer. Besonders Früchte des Südens. Zart, saftig, außen weich. Daran denke ich, wenn du Herrin Brigida erwähnst. Diese Frau ist wunderbar besessen. Ich hatte auf eine direktere Antwort gehofft. Ein Mann mit deiner Erfahrung versteht doch sicher, was ich meine. Du gibst also zu, dass du sie gut kennst? Ich kenne sie, ich kannte sie und werde sie noch weiter kennenlernen, nehme ich an. Damit bin ich nicht allein übrigens. Wohlgemerkt, ich verehre diese Frau. Ihre Art Ehrgeiz ist selten unter beiden Geschlechtern. Hast du dir das je zum Vorteil gemacht und sie etwas für dich erledigen lassen? Mit den Ehrgeizigen muss man vorsichtig sein. Fast immer erledigen sie was für sich selbst. Wenn man sie etwas tun lässt, fordert man sie nur dazu auf, einen zu benutzen.
Baron Kimbold hat das bitte erfahren müssen. Aber warum fragst du nach der Dame? Ausgerechnet hier und jetzt. In Anbetracht eures engen Bündnisses und nach zweifellos zahlreichen Saufgelagen hat Kommandant Rosch dir doch sicher alles erzählt. So viele Saufgelage gab's da überhaupt noch nicht. Aber du hast Baron Kimbold erwähnt. Was hat der denn damit zu tun? Brigida hat Baron Kimbold benutzt? Sie tut es noch, nehme ich an. Wofür? Du kannst nicht erwarten, dass ich dir jede kleine Frage beantworte, die dir gerade einfällt, Hexer. Ja, aber trotzdem kann ich sie ja stellen, ne? Kostet ja auf jeden Fall nichts. Und was meintest du mit Rosch? Mir hat er nämlich so gut wie gar nichts über Brigida erzählt. Kommandant Rosch kann eigenartig diskret sein. Was weißt du? Ich bin kaum derjenige, der die Geheimnisse anderer Männer ausplaudert. Weih mich ein. Wenn du es wissen musst. Der Schlingel Rosch hat unsere liebe Brigida gefiedelt. Kurz bevor er sie unter anderem an mich weitergereicht hat. Nicht ohne Hintersinn, wie ich argwöhne. Es wird ihn interessieren zu hören, was du sagtest. Eieiei, sind wir aber gehorsam. okay, ja, ich meine, schlecht sah die gute Brigida ja nicht aus. Kann man Rosch ja zumindest nicht verdenken. Das erklärt aber, warum Brigida so ein bisschen schlecht auf Rosch zu sprechen war, ne? Ja. Kommen wir mal zu der Sache, warum bist du denn genau in Lokmuin? Was willst du hier? Was bringt dich nach Lokmuin? Sorge um ein Landhexer. Und ein eiliges, recht überraschendes Anliegen von Konstabler Natalis. Überraschend? Wie das? Sicher machst du Scherze, Hexer. Um die Wahrheit zu sagen, nur wenige könnten so kurzfristig loyale Kräfte aufbringen, die den meinen gleichkommen. Baron Kimbold ausgenommen. Doch obgleich ich Volltests ganzes Vertrauen besaß, kann ich das vom Vertrauen meiner Mittemerier nicht behaupten. Und was meinst du, warum nicht? Sie verachten mich. Ich teile weder ihre Gebräuche noch ihre Überzeugungen. Nun, und ist das auch der Grund, warum du ihre Kleidung nicht trägst? Weil, ja, du trägst ja deutlich andere Kleidung als die eines Temerias. Ich muss sagen, du stichst heraus, Graf. Das ist sicher schmeichelhaft. Aber was meinst du damit? Ich kriege es nicht genau zu fassen, aber sieh dich mal um. Würdest du sagen, dass du deinen Landsleuten ähnelst? Den Göttern sei Dank nein. Weil ich meine Heimat liebe, bin ich der Erste, der seine Schwächen bemerkt. Und davon gibt es viele. Zum Beispiel? Heuchelei, Aberglaube, keine Lernerfolge. Muss ich fortfahren? Nun, mich würde schon noch so ein bisschen interessieren, was ein Adliger, der ja auch mit über das Schicksal Temeriens entscheidet, noch so alles für Schwächen in Temerien sieht. Wenn es dir nichts ausmacht. Nimm nur euch Hexer. Die Götter wissen, dass wir unter einer Monsterplage leiden. Präkonjunktionell, postkonjunktionell, magisch gezüchtet, fauligen Sümpfen und den finsteren Abgründen unseres Landes entsprungen. Es gibt keine präkonjunktionellen Monster. Du bist unnötig bissig. Wir haben nur ein Mittel gegen diese Pest. Und das schwindet dahin. Während wir das Mittel verachten, ihr werdet gemieden, bespuckt, in stürmischen Nächten fortgeschickt. Würdest du das vernünftig nennen? So ist das nun mal. Gesprochen wie ein wahrer Vertreter einer aussterbenden Art. Jetzt versucht er mir schon wieder so viel Honig ums Maul zu schmieren, gibt's doch überhaupt nicht. Aber interessant, Geralt hat's nochmal erwähnt, es gibt keine präkonjunktionellen Monster, wobei eigentlich, ich meine, genau wissen können sie es ja nicht, ist ja auch nur eine Theorie, dass alle Monster mit der Sphärenkonjunktion in diese Welt kamen. Also was macht Geralt da so sicher, dass es keine Monster vor der Sphärenkonjunktion gab? Aber gut, das ist jetzt eine Sache, darüber könnte man sich wahrscheinlich noch ewig unterhalten. Ich würde sagen, wir sagen ihm mal, dass wir da so ein paar Beweise gegen ihn gefunden haben. Idiot, ich finde kein anderes Wort für dich. Dachtest du, ich würde dich mit diesem Wissen ziehen lassen? Ich bereue aufrichtig, dass es so enden musste. Oh. Hexer? Hexer? Vergib mir, Graf. Ich war mit den Gedanken woanders. Ich würde gerne reden. Da scheinen uns unsere Hexersinne einen kleinen, nochmal kurz gewarnt zu haben. Aber natürlich, wenn wirklich das jetzt stimmt, dann, dass er, ja, den Konvoi überfallen hat, dann, und wir so einen sicheren Beweis haben, dann würde er uns einfach umbringen. Nun gut, dann kommen wir aber noch zu der anderen Sache. Er wollte uns ja so dringend sprechen. Worum ging es denn da? Was ist denn so dringend, Graf? Die Etikette ist nicht dein Feind, Hexer. Es täte dir nicht weh, sie dann und wann zu umarmen.
Wie auch immer, ich kam nicht umhin zu bemerken, dass du bei Baron Kimbold ein- und ausgegangen bist. Da musste ich mich fragen, ob dir klar ist, welcher Art Mann du da dienst. Was meinst du damit? Er sieht beeindruckend aus, nicht wahr? Schwerer Mantel, Silbermähne, Donnerstimme. Und doch ist unser werter Baron kaum der Heilige, als der er sich geriert. Derlei hört man in letzter Zeit öfters. Ich bin in Besitz gewisser Informationen, die dich interessieren könnten. Mhm. Und du willst sie mir mitteilen, weil? Wir kommen aus verschiedenen Welten, Hexer. Oberflächlich sind wir so verschieden wie Erscheinungen und Wyvern. Doch ungeachtet unserer Präferenzen, kulinarisch, politisch, erotisch, haben wir doch dasselbe Interesse, das wir unermüdlich verfolgen. Die Wahrheit. Ja, natürlich. Wir verfolgen beide die Wahrheit, aber... die Sache ist... Du kannst reden, Graf, das muss man dir lassen. Aber ich bin nicht überzeugt, dass man dir trauen kann. Baron Kimbold hat mir ebenfalls angeboten, eine bestimmte Wahrheit zu erfahren. Ich muss wohl nicht sagen, über wen. Und du bist sicher, dass du Kimbold trauen kannst? Bislang haben sich seine Worte bestätigt. Dann bitte ich dich nur, auch meine Worte zu prüfen. Du bist nicht der Einzige, der unseren freundlichen Baron in letzter Zeit regelmäßig besucht hat. Das finde ich nicht seltsam angesichts von Zeit und Ort. Es waren auch einige problematische Besucher dabei. Erpresser, um genau zu sein. Doch ich will keine Urteile sprechen. Vielleicht hat der Baron persönliche Probleme. In diesem Fall würde ich ihm sehr gerne helfen. Komm zur Sache, Graf. Meine Leute haben herausgefunden, wo sich diese Erpresser aufhalten. Ich nehme an, dass Baron Kimbold nicht auf seinen Händen gesessen, sondern seinen Jäger losgeschickt hat, um sie zu finden. Ein grässlicher Mann. Ich weiß, wen du meinst. Bin in Kimbolds Quartier in ihn reingelaufen. Dann weißt du auch, dass du dich beeilen musst, weil sonst nichts von den Erpressern übrig sein wird als verrottende Leichen. Ich zeige dir, wo sie ihr Lager haben. Und ich will nur, dass du herausfindest, worum es geht. Natürlich kannst du auf meine Dankbarkeit zählen, auch wenn wir beide wissen, dass sie nicht der größte Lohn ist. Ich kann dir nichts versprechen, Graf. Aber ich denk drüber nach. Leb wohl. Erpresser waren das also, die wir in dem Lager gesehen haben. Ja gut, ich meine, wir wissen jetzt, dass Maravel wohl scheinbar hinter der Sache mit Anaïs und Bussy steckt, aber mich würde doch noch interessieren, warum Kimbold diese, oder was diese Erpresser genau von Kimbold wollen. Und jetzt wird's mal Zeit, falls ihr vielleicht ein bisschen Orientierungssinn habt, dann ratet doch mal, wo wir hier rauskommen. Und zwar hier. Ja, ihr hättet es euch wahrscheinlich schon denken können, da hier ja auch die temerischen Lilien hängen, aber nun gut. Hier kommen wir auf jeden Fall auch raus aus dem temerischen Lager und dann würde ich sagen, machen wir uns mal direkt dahin auf, wo uns Graf Maravel gesagt hat, ihr dass die Erpresser sitzen sollen. Ich beschwöre euch, und dann würde ich mir nämlich mal gerne herausfinden, was Kimbold zu verbergen versucht. Ich hatte ja schon die Vermutung, dass er noch... Oh. Zwergenleiche. Ich hatte ja schon die Vermutung, dass er irgendwas verbirgt. Ich wusste aber nicht genau was, aber jetzt könnten wir es theoretisch herausfinden. So, wo sollen die denn jetzt sein? Ah, da ist er doch. Das ist doch der Typ, der in dem Zelt war. Ja genau, der Typ mit den ganzen Tattoos. Was willst du? Ich sah dich mit Kimbold sprechen. Ich kann gehen, wohin ich will und reden, mit wem ich will. Ganz deiner Meinung. Jetzt bist du hier und redest mit mir. Ich interessiere mich für den Baron. Ich hab dir nichts zu sagen. Das ist schlecht, denn ich muss alles erfahren, was du über ihn weißt. Baron Kimbold lässt seinen Gruß bestellen. Der fehlte gerade noch. Lass uns allein, Hexer. Seit wann lässt sich ein Hexer von einem Jäger rumkommandieren? Seit dieser Hexer keine Monster mehr schlachtet, sondern die Nase in anderer Leute Angelegenheiten steckt. Manchmal ist der Geruch so intensiv, dass man ihn nicht ignorieren kann. Wohl gesprochen. Du hast hier ein paar gemeine, stinkende Strolche und denen werde ich etwas Demut beibringen. Eine Tunte wie du? Spitz die Lippen und knutsch mir den Arsch, du verdammte Schwuchtel! Ich will wissen, was Kimbold zu verbergen versucht. Das scheint ja wirklich wichtig zu sein, wenn er seinen Jäger losschickt, um die Typen zu töten. Ansonsten könnte er ja einfach sagen, scheiß doch drauf, ignorier die. Aber da scheint wirklich was Wichtigeres hinterzustecken, oder? Diese Kerle haben dir nichts zu sagen, kapiert? Das werde ich selbst beurteilen. Hilf uns, Hexer. Du wirst's nicht bereuen. Ich muss alles über Kimbold erfahren. Ah, diese Scheiße! Genug mit dem Gebrabbel! Tötet sie alle! Das werden wir mal sehen. Ich habe da ein ganz nettes Schwert. Au, die fangen gleich mit Bomben an. Ich habe da ein ganz nettes Schwert, das hätte gerne ein bisschen Arbeit.
Ihr habt doch keine Chance, Freunde. Zack, das war der Jäger. Noch nicht ganz. Na gut, hauen wir erstmal den um. Dann jetzt den Jäger. Und tschüss, Freundchen. Oh, das war der. So, und jetzt will ich auch was wissen. Danke, Hexer. Ohne dich wären wir jetzt hin. Ja, das glaube ich auch. Sieh zu, dass ich nicht bereue, euch geholfen zu haben. Du darfst alles erfahren, was wir über Kimbold wissen. Bin ganz Ohr. Wir kamen her, um unseren Lohn einzutreiben, ich und meine Brüder, für einen Gefallen, den wir dem Baron getan haben. Was habt ihr für ihn gemacht? Uns 4 Tage lang die Ärsche im Wald plattgesessen. Und dafür wollte Baron Kimbold euch bezahlen? Natürlich nicht. Wir sollten ein paar Wagen in einem Konvoi zerstören, der durch Mühldorf kommen sollte. Das Problem war nur, dass er da nicht auftauchte. Ich verstehe, dass ihr Mühe beim Eintreiben habt. Kimbolds Informationen waren einen Dreck wert. Was können wir dafür? Der Sack hat uns einen Haufen Zeit gekostet. Und man sagt ja, Zeit ist Geld. Wie lauteten eure Befehle genau? Wir sollten an der Hauptstraße einem Konvoi mit Adligen auflauern. 2 farbige Wagen und eine kleine Eskorte. Die Wagen waren für uns. Alle Insassen sollten sterben. Weißt du, wer in den Wagen sitzen sollte? 2 adlige Kinder mit ihren Kindermädchen. Mehr hat der Baron uns nicht gesagt. Bist du bereit, das Nathalies zu berichten? Ich soll gestehen? Die strecken und vierteilen mich. Du hast doch nichts getan. Einen Auftrag angenommen, das war's. Man kann nicht beweisen, dass du ihn auch ausführen wolltest. Wenn du dich weigerst, siegt Kimbold. Er windet sich daraus, aber dann ist es noch nicht vorbei. Der Baron hat genug Gold, dich zu jagen, bis er dich erwischt. Unwahrscheinlich. Ich werde noch erleben, wie man ihm mit glühenden Zangen Streifen vom Rücken reißt. Also gut, ich spreche mit Nathalies. Ah, jetzt ist also klar, was hier gelaufen ist. Also, prinzipiell lief das Ganze wohl scheinbar so ab. Der gute Baron Kimbold wollte den Konvoi überfallen, in dem Bussy und Anaïs saßen. Allerdings wollte er beide einfach töten, damit er wahrscheinlich als nächster in der Thronfolge dementsprechend König von Temerien wird. Das hat aber nicht geklappt, weil, und jetzt, das ist jetzt wahrscheinlich die Vermutung, der gute Graf Maravel einen falschen Brief von Baron Kimbold an den Konvoiführer geschickt hat, mit dem Auftrag, eine andere Route zu nehmen. Dadurch konnten die, ja, Halunken den Konvoi nicht überfallen. Allerdings hat Graf Maravel wiederum auf der anderen Route ebenfalls ein paar, ja, Söldner stationiert, ein paar Banditen stationiert, die den Konvoi überfallen sollten. Allerdings sollten die Kinder nicht töten, sondern eigentlich nur entführen, was bei Anaïs geklappt, bei Anaïs geklappt hat, bei Bussy aber leider nicht. Und ja, dann wollte er die Kinder an Kedwin für Nilfgaard übergeben. So passt dann alles zusammen. Äußerst interessant. Die haben beide Dreck am Stecken. Na, dann würde ich sagen, auf zu Nathalies und ihm Bescheid sagen, was hier in seinem Lager so abgegangen ist. Am besten gar nicht mehr mit Maravel und Kimbold reden. Die wollen sich da sowieso der nur rauswinden. Königsmörder. So, Nathalies. Ich muss mal ganz dringend mit dir über 2 deiner Adligen reden, muss ich dir mal ganz ehrlich sagen. Du hast gleich 2 Verräter in deinem Lager. Und zwar... Unter den Temeriern gibt es einen Verräter. Vorsicht, Hexer. Wenn du jemanden des Verrats bezichtigst, solltest du besser Beweise haben. Bussy und Anaïs. Ja? Wir wissen, dass beide schuld sind. Graf Maravel hat Temerien glatt verraten, während Baron Kimbold den Mord an Foltests Kindern plante. Das sind schwere Anschuldigungen. Kimbold hat ein paar Strolche gedungen, um die Drecksarbeit zu erledigen. Ich habe sie gefunden. Einer ist bereit auszusagen. Sie sind nicht dazu gekommen, ihren Auftrag auszuführen, weil der Konvoi mit den Kindern die Reiseroute geändert hat. Nur um in einen Hinterhalt zu geraten, für den Maravel gesorgt hatte. Der Graf wollte Anaïs und Bussy an Nilfgaard ausliefern. Den Beweis findest du in diesem Brief. Bussys Tod war ein Unfall. Dunkle Wolken sammeln sich über Temerien. Ich kann sie nicht beide verhaften. Ihre Aufgebote gehören zu den Größten in Lokmuin. Und ich kann keine Meuterei ihrer Männer riskieren. Danke, Hexer. Du hast gut daran getan, diese Angelegenheit zu mir zu bringen. Ich hoffe nur, dass Baron Kimbold sich bereit erklärt, mit mir zusammenzuarbeiten. Du siehst, Baron, ich habe alles erfahren. Und mir wird schlecht, wenn ich darüber nachdenke. Du kannst dich jedoch glücklich schätzen, da wir noch ein größeres Problem haben, das wir lösen müssen. Du wirst mir deine uneingeschränkte Unterstützung gewähren, wenn wir Graf Maravel festnehmen.
Dieses Anliegen klingt mir eher nach einer Drohung, Konstabler. Das ist kein Anliegen, sondern ein Befehl. Und ja, eine Drohung. Weigere dich, dann erhält der Regentenrat umfangreiche Beweise für dein Verbrechen. Für deinen Wunsch, jene Kinder zu erschlagen, für die unser König sein Leben gegeben hat. Was sind deine Bedingungen, Natalis? Wenn ich nach Vysima zurückkehre, vernichte ich die Beweise gegen dich. Bis dahin jedoch erwarte ich deine bedingungslose Unterstützung. Wie kann ich sicher sein, dass du auch tust, was du sagst? Mein Wort zählt noch etwas im Gegensatz zu deinem, du verlogener, widerlicher Scheißkerl. Also gut. Doch denk dran, Konstabler. Versuch nicht, mich zu beleidigen. Na, da ist Baron Kimbold ja gerade noch mal mit einem blauen Auge davongekommen, wenn ihr versteht. Oh Gott, der war schon wieder so schlecht. Aber gut, wir haben die Sache um Bussy und Anaïs geklärt. Das wird Roche auf jeden Fall freuen. Und wir haben dafür sogar was bekommen. Das ist, finde ich, ganz besonders interessant. Und zwar, ja, hier war das Dokument, das Baron Kimbold belastet. Das Dokument umfasst eine Karte mit der Route, der Konvoi mit Foltests Kindern folgen sollte. Weiterhin ist eine detaillierte Beschreibung des Konvois erhalten, darunter Art und Stärke der Eskorte sowie Farben, Bewaffnung, Routinen und Gewohnheiten. Auf der Karte ist auch eine Schenke markiert, die sich offenbar ideal als Hinterhalt eignete. Daneben hat jemand den Ort beschrieben, als sei er vor höchstens 14 Tagen dort gewesen. Der Text ist hastig verfasst, doch in edlem Stil und auf teurem Papier. Hier und da enthält er Jägerjargon. Ah, okay, Jägerjargon, dann hat ihn der Jäger also, prinzipiell verfasst. Und hier, wir haben eine Medaille für besondere Verdienste um Temerien. Das finde ich auch interessant. Wir, der Königsmörder, haben jetzt eine Medaille für besondere Dienste um Temerien. Gut. Damit hätten wir diese Sache geklärt, aber in Lokmuin gibt es noch so einiges anderes zu tun. Und wie wir uns weiter in Lokmuin umsehen, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play The Witcher 2. Bis dahin. Ciao.